einfachen Dinge. Berge und Natur. Das macht Arolla aus. So ist es heute und so war es schon immer. À l'origine, c'était juste un alpage et les gens venaient seulement l'été. Früher gab es hier nur eine Alm. Im Sommer waren die Hirten mit ihren Kühen hier, im Winter gab es nichts. Vielleicht ein bisschen Schmuggel mit Italien. Also ein paar Leute, die heimlich Zigaretten oder sowas über den Pass gebracht haben. Ich bin gespannt, was Arolla für uns bereithält. Hermann Berry, ein deutscher Bergführer, der seit Jahrzehnten in der Schweiz lebt, wird uns die Berge hier zeigen. Gehen wir zum Col de Signes, wie besprochen gestern Abend. So zum Akklimatisieren, die erste Tour. Wunderschöne Abfahrt, ihr werdet begeistert sein. Vor allem auch der Pas de Chèvre, Col de Riedmatte. Ein toller Platz, um ja, die ganze Gegend mal zum sehen. Jetzt gehen wir erst runter zu den Liften, fahren ein Stückchen rauf und dann geht's nachher weiter. Die Lifte, die uns heute den ersten Teil des Aufstiegs abnehmen, sind die erste Überraschung, die uns erwartet. Hier gibt es keine modernen Gondeln oder Sessellifte, wie man sie inzwischen fast überall gewohnt ist, sondern die längsten und schnellsten Tellerlifte, die ich je gefahren bin. Fast 1000 Höhenmeter bringen sie uns mitten hinein in die Bergwelt, wo wir auf einer einsamen Piste viel Platz haben, um uns ganz gemütlich einfahren zu können. Wir sind hier weit und breit die einzigen Menschen. Und das schon bevor wir das Skigebiet verlassen haben. Für die großen Menschenmassen werden wir wahrscheinlich nicht hierher kommen, oder? Nein, gegen die Kapazitäten einfach nicht. Nein, also die Lifte sind prähistorisch. Christina kennt die schon als Kind, also so Ende 60er Jahre, Anfang 70er. Und viele gehen nach Werbe rüber. Und das hier muss man so ein bisschen kennen. Das ist so ein bisschen Insidergebiet. Ja, deswegen gibt es eigentlich nie große Stau. Und erst recht nicht dann, wenn man, so wie wir, die Felle an die Ski schnallt und mit eigener Kraft weitergeht. Jetzt geht's weiter. Da geht's hoch zum Pas de Chèvre. Der Pas de Chèvre ist ja ein bekannter Knotenpunkt von der Haute Route oder von der Pas de Glacier. Pas de Chèvre, der hat jetzt Leiter drin und das ist manchmal ein bisschen holprig. Aber das kriegt man schon hin. So. Am Pas de Chèvre öffnet sich der ohnehin schon imposante Blick noch weiter. Auf ein Gelände, das mir von einer früheren Tour her noch gut in Erinnerung ist. Hier über dem Pinje d'Arolla verläuft ein Teil der Haute Route, auf der ich vor vielen Jahren einmal unterwegs war. Dort drüben an der Cabane de Dis hat damals ein Tag begonnen, an dem wir erlebt haben, wie schmal in den Bergen der Grat sein kann zwischen Glück und Katastrophe. Wir wussten, dass an diesem Tag das Wetter umschlagen könnte. In den Wolken sahen wir die ersten Anzeichen für diesen Wetterumschwung, der dann allerdings viel früher kam als vom Wetterbericht vorhergesagt. Plötzlich standen wir im Schneesturm und konnten nur noch wenige Meter weit sehen. Den Weg zu finden wurde extrem anspruchsvoll. Gott sei Dank fanden wir ihn und erreichten wohlbehalten die nächste Hütte. 2018 hat eine andere Gruppe an der gleichen Stelle und in einer ähnlichen Situation weniger Glück. 7 Skitourengeher kamen damals nur wenige hundert Meter von der Vignette-Hütte entfernt ums Leben. Heute wird das Wetter gut bleiben. Und außerdem haben wir mit dem Hermann einen ortskundigen Bergführer in unseren Reihen, der das Wetter und die Lawinenlage stets im Blick hat. Und der auch sonst alles tut, um die Risiken zu minimieren, die es natürlich gibt, wenn man in den Bergen unterwegs ist.
zum Beispiel beim etwas ausgesetzten Abstieg auf die andere Seite des Pas de Chèvre. Die knifflige Passage ist nur kurz. Dann geht es wieder entspannt weiter und wir haben Zeit, uns zu unterhalten und kennenzulernen. Wir sind eine bunt gemischte Gruppe mit ganz unterschiedlich viel Erfahrung im Skitourengehen. Warte, wie viel der Skitour ist das jetzt? Der zehnte? Der zehnte. Ja. Du hast jetzt erst diese Saison angefangen mit Skitourengehen, oder? Genau. Cool. Ja. Man erwartet halt immer bei allen Schweizern, dass die eigentlich Skifahren können. Eigentlich schon. Ich habe es erst gelernt. Und was hat dich dazu gebracht, damit anzufangen mit dem Skitourengehen? Mein Hobby, Fotografie. Und ich sage es mal, überall die Fotos, die man sieht, sind ganz klar definierte Bereiche, wo du nur von dort aus eigentlich das Bild machen kannst. Und hier bei Skitouren, da gibt es keinen Hotspot. Da geht man einfach individuell. Es ist immer sehr speziell, je nach Wetterlage und so weiter und so fort. Und demzufolge sieht man natürlich immer jedes Mal was anderes. Wie lange gehst du schon Skitouren? Seit, gute Frage, seit etwa 4 Jahren jetzt. Und du? Ja, mich hat es als Flachland-Tiroler irgendwann in die Schweiz gezogen. Da habe ich in Luzern gelebt und dann musste ich Skitouren lernen, weil ich war damals Snowboarder und hatte so kleine Alu-Ski. Und immer, wenn es windig wurde, hatte ich das Snowboard hinten drauf und dann hat es mich immer so über den Grat geweht. Das heißt, das war keine Alternative und da musste ich richtig Skifahren lernen. Also hattest du keine Lust auf ein Splitboard gehabt? Ich habe das einmal getestet, aber das war nicht so wirklich meins. Und dann habe ich es Skifahren gelernt. Das ist auch eine gute Wahl. Ja. Der Col de Signe, fast 3200 Meter hoch, ist der höchste Punkt, den wir heute erreichen. Zwar nur ein Sattel und kein echter Gipfel, doch das macht uns nichts aus. Jeder kommt hier auf seine Kosten. Jeden, auch wenn das Wetter schlecht ist, ja. Oder wenn die Gäste mal müde sind. Wir sind in einer wunderbaren Landschaft drin. Wir haben immer ein tolles Erlebnis, immer intensive Stunden zusammen, tolle Erfahrung. Und über diese Dankbarkeit war ich seitdem immer glücklich damit. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, jetzt habe ich es dann gesehen oder ich brauche jetzt dringend Ferien. Gut, als Rheinländer ist man ja tatsächlich kein Profi und ich würde da auch meine Fähigkeiten jetzt nicht unbedingt überschätzen. Deshalb finde ich schon immer super, wenn man mit Bergführern oder mit Locals unterwegs ist. Die kennen einfach das Gebiet wie die Westentasche. Die wissen genau, um wie viel Uhr kann man jetzt welchen Hang oder wann vielleicht auch nicht. Das finde ich schon super wichtig. Jawohl, super. Ready for Rock'n'Roll. Fast 1400 Höhenmeter perfektes Skigelände. Die Abfahrt ist das Sahnehäubchen auf einen grandiosen Tag in den Bergen. Endet im kleinen Örtchen Lagui allerdings mit einer großen Enttäuschung. Die Kneipe ist geschlossen. Der müsste da sein. Nein, er ist nicht da. Aber wir verkraften es, die Tour nicht gleich mit einem Bierchen abschließen zu können. Stattdessen stellt mir Hermann noch eine alteingesessene Institution in Arolla vor. Das kleine Sportgeschäft, geführt von Patricia Burnissen. Hallo. Hallo. Hallo Patricia. Ja, hallo. Wie war es heute? Ja, wunderbar. Danke für den Tipp. Habt ihr gut gemacht hier? Ja, war super schön. Ist ja gar nicht so leicht zu kriegen. Ja, sehr schwer. Im Winter kommen die Leute erst nur, wenn das Wetter schlecht ist. Du bist hier Mitte in den Bergen, du hast Mont Colomb,
Pindarola und ja, überall hast du Bergen. Hier kann ich von meinem Haus direkt Skifahren gehen und zurückkommen. Und das, ja, ist, für mich ist das sehr angenehm. Ja. Was hat sich denn verändert in den letzten 30 Jahren in Arolla? Was für Leute sind gekommen? Was ist da anders geworden? Ja, vor 10 Jahren haben oft uns Leute sich beklagen. Ja. Die haben gesagt, ja, die Liften sind so alt und es ist langweilig. Und jetzt kommen viele junge Freerider und die sagen einfach, wie cool es ist. Und ja, sie müssen das so behalten. Und wo kommen die Leute her hier? Ist das internationales Publikum? Ja, wir haben viele, ich würde sagen, deutsche Leute. Wir haben Belgien, Holländer auch, ja. Für morgen hast du einen guten Tipp, wo wir morgen hingehen könnten, nachdem dein Tipp gestern so gut war? Morgen, wir gehen morgen auf La Vignette Hütte. Ja. Es ist mein Schwäger. Ach, ist auch dein Schwäger. Ja. Sie können gute Rösti dort essen. Er macht das Beste. Ja, von mir her. Ja. Und Aussicht von La Vignette Hütte ist auch sehr, sehr schön. Ja. Auf dem Weg zur Vignette-Hütte kommen wir gleich am Anfang an der nächsten Sehenswürdigkeit von Arolla vorbei. Das ist das alte Kurhaus von Arolla. Das ist so ein Schmuckstück. Wenn man hier von der Haute Route im Sommer kommt, ja, dann wollen die meisten immer hier bleiben und sagen, hey, let's stay here. Ich hatte mal amerikanische Gäste und die wollten eigentlich nur noch da in dem Garten sitzen. Es ist wie eine Hütte im Tal und hat hier den Komfort von diesem schönen Belle Epoque Hotel mit Ledersessel und Kaminzimmer. Uns steht der Sinn gerade nicht danach, uns in gemütlichen Sesseln zurückzulehnen. Viel zu verlockend ist die Aussicht, heute einen weiteren Teil der Bergwelt rund um Arolla kennenlernen zu dürfen. Und zwar einen Teil, der vielleicht noch spektakulärer ist als der, den wir gestern gesehen haben. Der Weg heute ist lang und führt direkt über die weitläufige Gletscherfläche des Glacier des Pies. Für einen Skitouren-Neuling wie den Thomas eine ganz schön anspruchsvolle Unternehmung. Aber sich selbst herauszufordern ist genau das, worauf der Thomas steht. Ich habe vor 12, 13 Jahren mit Laufen begonnen und dann von 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon, erst ein 100er und dann Ironman, Radfahren, so ein 1000-Kilometer-Rennen. Ja, ich bin halt da. Ich versuche gerne Sachen aus. In den Bergen allerdings hat Thomas gemerkt, dass der Kampf mit sich selbst und der um irgendwelche persönlichen Rekorde nicht alles ist. Also, es ist nicht mehr die Zeit, weil, wenn ich mich eigentlich nur mit mir selbst auseinandersetze und mit einer blöden Uhr, sage ich jetzt mal, eigentlich, mich messen und sage, ja, letztes Mal habe ich 3 Stunden gehabt, ich schaffe das unter 3 Stunden. Ja, man vermisst dann einfach auch die Natur nebendran, also auch jetzt der Bach, der jetzt fließt jetzt im Frühling. Und das ist natürlich schon sehr schön, alles zu hören, die Vögel. Also ich könnte natürlich auch die Ohrstöpsel da reinsetzen und da hochlaufen, aber das ist nicht dasselbe. Ich würde auch die Gespräche untereinander gemütlich hochkommen, schöne Abfahrt. Und einfach das Erlebnis. Das Erlebnis Berg, so habe ich es erfahren, ist intensiver und nachhaltiger als die meisten Erlebnisse im Tal, die sich schnell konsumieren lassen. Es ist unglaublich vielfältig und jedes Mal aufs Neue anders. Das Erlebnis Berg war für mich noch niemals langweilig und ist immer wieder faszinierend.
Also für heute geht's nicht mehr, das ist unser Gipfel für heute. Ja, hier ist ein Top auf die Alps. Da hinten Dom Blanche, der Südgrat, Grand Cornier. So diese Top 4000er, so Traumberge, wo man meistens einmal im Leben macht. Ja, und da geht's nach Bella Italia. Hier weiter. Richtung Otema und Chario. Aber eben, wir bleiben jetzt auf der Schweizer Seite. Heute geht's nur. Heute Schweiz. Heute bleiben wir in der Schweiz. Bleiben wir daheim. Denn die besten Rösti der Welt, die der Hermann uns ja heute versprochen hat, die gibt es natürlich in der Schweiz. Und zwar hier, bei Jean-Michel Bournissen auf der Vignette-Hütte. Okay. Ah, salut Jean-Michel. Tschüss, Hermann. Wie geht's? Ich bin zurück wieder, ja? Ja, tschüss, Hermann. Wie geht's? Freut mich sehr, ja. So, jetzt gibt's endlich mal was zum Trinken. Ja? Auf der Terrasse, ja, ist ja gemütlich, oder? Die legendäre Rösti. Wow. Krass. Ja, dann muss ich da Fleisch werfen, ne? Die Rösti, die müssen unter knusprig sein und schön fettig, aber das Ganze schön zart und cremig. Das Ei schön glänzig, dann ist das super. Es ist sicher schön, dass man hier jeden kennt. Ja, es ist ja so überschaubar. Wenn man was braucht mit der Ski oder im Sommer, geht man zu Patricia Bournissen. Oben hockt der Bruder auf der Vignette-Hütte, der Jean-Michel. Und wenn man hier Käse für Sonntag braucht oder eine Flasche Wein fällt, dann gehen wir zum Christoph ab. Christoph ist immer da und hat alles, was man zum Leben braucht. Und ich denke mal, das macht es hier besonders sympathisch. Christina, Hermanns Lebensgefährtin, ist heute in Arolla geblieben. Sie kennt den Ort von klein auf. Arolla selber hat sich wirklich gar nicht so viel verändert. Die Skilifte sind noch die gleichen, die Hotels sind noch die gleichen, auch die Leute, die hier wohnen, sind noch die genau gleichen. Und das ist eigentlich auch schön. Also es ist dann so die nächste Generation übernimmt, so ein Restaurant oder der Laden da im Dorf. Und, aber vieles bleibt wirklich so, wie es ist. Ja. Ich komme aus einem Dorf in der Nähe von Sion. Dann habe ich lange im Ausland gelebt, bis ich Nicole kennengelernt habe, die Tochter des Lebensmittelhändlers hier. Wir haben geheiratet und den Laden übernommen, als ihre Eltern in Rente gegangen sind. In Arolla gibt es alles, was man zum Leben braucht, bei Christoph, der momentan auch an einem Buch über die Geschichte des Ortes arbeitet. 1890 gab es das erste Hotel hier, das Hotel du Mont Colomb. Dann wurde das Grand Hotel und das Kurhaus gebaut und dorthin kamen englische und deutsche Touristen. Es waren also die Engländer und die Deutschen, die Arolla als Ferienort entdeckt haben. Und so hat sich Arolla von einer Alm zu einem sommerfrischen Kurort verwandelt. Wir genießen statt der Sommerfrische lieber das winterliche Arolla. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Unser zweiter Tag in den Bergen rund um Arolla neigt sich dem Ende zu. Wieder war er gekrönt von einer grandiosen Abfahrt, aber schon wieder waren wir auf keinem echten Gipfel. Das haben wir uns für den letzten Tag aufgehoben, an dem wir direkt hinter Christinas Wohnung in Arolla starten.
Ja. Gehen wir hin, Herr Manuel? Ja, heute gehen wir direkt hier vom Haus los auf La Roussette. Das ist ein schöner Aussichtsgipfel, ein Vorgipfel von La Roussette. Man sieht wunderbar über auf die Tour von gestern. Mhm. Gerade da um die Ecke rum laufen wir los. Allmählich habe ich ein gewisses Gefühl für die Gegend entwickelt, kenne den Anblick der Berge rundherum und beginne zu erahnen, wie großartig die Möglichkeiten für Ski- und Bergtouren hier sind. Obwohl ich die Namen der meisten Berge hier bislang nicht einmal gekannt habe. Das ist auch genau, wo wir gestern waren, gell? Ja, genau. Das ist genau die den Glacier de Pies, ja. mit unserer tollen Abfahrt da auf der an der Schattenseite da am Serac drüben. Und links da im Schatten noch unsere Rösti-Station, Rösti-Tankstation beim Jean-Michel Bournesen. Ja, die Pigne ist schon ein toller Berg. Ja. Die Dimensionen hier einfach. Das sind einfach riesige Gletscherfläche. Ein wahnsinniges Panorama hier. Ein bisschen beeindruckender als Bayerische Voralpen. Bayerische Voralpen. So ein Hauch intensiver und wilder. Vielleicht noch. Aber wir haben hier keine 4000er, deswegen ist ja auch nicht so viel Rummel. Gut, Pigne, wenn das ein 4000er wäre, also da wäre schon einiges los. Gell? Man kommt sehr relativ einfach da hoch. Aber sonst sind es eher so Liebhaberberge, wo man halt dann so ein bisschen entdecken muss und nicht gleich so ins Auge springt oder die Trophäejäger halt hier nicht unbedingt als Topziel Arola raussuchen. Auch unser Ziel für heute ist kein Top-Ziel mit einem klingenden Namen. La Roussette heißt der Berg, wobei wir uns mit einem Vorgipfel davon begnügen werden. Ein schöner Skitourenberg, auf dem der Hermann natürlich schon häufig war. In die Berge zu gehen, das ist für ihn Alltag, Beruf, vielleicht sogar Berufung. Ich sage immer, ich bin Halbnomade. Das muss man sicher lieben. Aber das Tolle ist, man teilt super Erlebnisse mit Menschen, die sich freuen, die offen sind für solche Erfahrungen. Und man hat sehr, sehr intensive Erlebnisse, wunderbare Tage immer zusammen, intensive Tage zusammen. Das ist sicher ein Motivationsgrund, warum ich das weiterhin mit Leidenschaft mache. Natürlich muss man alles ein bisschen besser organisieren mit Familie und mit Partnerin und mit den Kindern. Ja. Weil ich möchte halt ihnen auch das, was ich lebe täglich und was ich erfahren darf, weitergeben. So setzt man halt Schwerpunkte. Aber das muss man besser organisieren, straff durchplanen, weil sonst verliert man sich vielleicht dann auch. Der Elan und die Begeisterung, die uns all die Tage hier beschwingt und beflügelt haben, trägt uns auch heute zügig zu unserem, fast richtigen Gipfel. Ich kann mir keinen anderen Ort vorstellen, an dem ich jetzt in diesem Moment lieber wäre als hier. Und ich bin mir ziemlich sicher, den anderen geht es gerade genauso. Hier kannst du einfach mal irgendwo sitzen und du hörst kein Autolärm, kein wie in der Stadt. Ist einfach mal ganz ruhig. Die Zähne dahinter, das gehört ja zum Wald Berlin, das Dunkle.
nach dem Brûlé. Also ich finde es sehr schön, sehr friedlich, sehr wild. Und man kennt das so gar nicht, dass es so keine Leute hat. Und auch auf den Skitouren, dass man so alleine ist. Ich genieße das schon sehr. Und ich finde also das Gesamterlebnis mega toll. Dann gehst du zu Berthold und dann kannst du dann rüber zur Damplage und dir die Damplage besorgen. Sehr einzigartig, eigentlich unique. Halt auch die ganzen Chalets. Man sieht auch, die Zeit blieb irgendwie stehen. Ich finde es super schön und ich bin sicherlich nicht das letzte Mal hier. Es ist ein ganz kleines, uriges Dorf, super schön gelegen. Die Leute sind nett und man hat unglaublich viele Möglichkeiten. Du kannst direkt vom Haus weglaufen. Du kannst von November bis im Mai keine Skitour machen. Du kannst Skifahren gehen auf der Piste, Freeriden, Bergsteigen im Sommer. Und eben die Ruhe, denke ich mal. Man schläft saumäßig gut da oben. Es ist einfach zum Abschalten kein nichts Besseres. Ein letztes Mal dürfen wir noch abfahren. In Hängen, wo man selbst viele Tage nach dem letzten Schneefall noch unverspurten Pulverschnee finden kann. Also genießen wir sie, die pure Freiheit in den Bergen. Genau das, was ich am Skitourengehen liebe, in Arolla habe ich es gefunden. Wir sind in eine wilde, grandiose Landschaft eingetaucht und haben Erlebnisse gesammelt, die unvergesslich sind.